Als Modell für Bonn hat sie schon lange ihre Zugkraft eingebüßt, die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen. Seit 2 Jahren an der Macht wird das Bündnis der ungleichen Partner immer brüchiger. Mitverantwortlich für die zerrütteten Verhältnisse sind die bisweilen grenzenlos weltfremden und zynischen Politforderungen der Grünen. Jüngstes Beispiel: Den Bürgern soll vorgeschrieben werden, ob, wann und zu welchen Zielen sie noch von den Flughäfen im Lande starten dürfen. Starts und Landungen sollen spürbar verringert, vor allem Urlaubsflüge drastisch eingeschränkt werden. Der Preis, Bürgerunmut und der Verlust von Arbeitsplätzen wird bedenkenlos in Kauf genommen. Peter Schubmann über den Verbotswahn der Grünen. Flughafen Düsseldorf am Tag vor Pfingsten. Nix wie weg, solange es der Preis erlaubt. Die Passagiere wie auf der Flucht. Wovor? Vor grüner Politik. Da wird nur groß geschrien und man redet über Ökologie, man redet über Arbeitsplätze, aber in letzter Konsequenz vergisst man eines, was der Bürger will. Was der Bürger will, ist Urlaub, freier Flug für freie Bürger. Die Touristikindustrie bietet's an zu Dumpingpreisen. Fliegen ist billig, dafür sorgt der Staat mit seinen Subventionen fürs Flugbenzin. Und was geschieht im Modellland rot-grüner Politik in Nordrhein-Westfalen? Grüne Fundis wollen die Verkehrswende jetzt. Es geht uns darum, aus Klimaschutzgründen das gesamte Flugverkehrsaufkommen zu reduzieren. Da aber Ferienflüge und Privatreisen 83% des gesamten gewerblichen Aufkommens ausmachen, wird man da ansetzen müssen. Man wird nicht bei den 17% Geschäftsreisen ansetzen können, die auch wirtschaftlich nötig sind. Nix mehr, Ballermann 6, die Grünen wollen die Ferienflieger stoppen. Man mag es kaum glauben, dass eine Partei im reiselustigsten Land der Welt so etwas zu fordern wagt. Stefan Bajor tut's. Deshalb geht es darum, die übermäßigen Flüge zu stoppen. Ich sage 3-4 Mal im Jahr in Urlaub für eine Woche oder das Shopping fürs Wochenende in New York. Das halten wir für nicht notwendig und klimaschädlich. Flughafenausbau stoppen, Luftverkehr begrenzen, das ist Beschlusslage der Partei. Ebenso die Kerosinsubventionierung beenden. Und das würde bedeuten, Fliegen wird dramatisch teurer für jedermann. Also der Urlaub würde flach fallen. Da werden so viele nicht mehr fliegen. Ich denke, dann können sich nur noch Reisen ins Ausland Millionäre und Minister leisten. Mit erstaunlicher Ruhe erträgt die SPD die jüngsten Eskapaden ihres Koalitionspartners. Die Ministerriege um Landesvater Rau scheint fast amüsiert. Dieser Vorschlag ist realitätsfern, absurd, für den Wirtschaftsstandort NRW geradezu schädlich. Sollte man meinen, nach 2 Jahren Rot-Grün stiegen nun die Chancen der Opposition. Doch so sehr sich CDU-Landeschef Blüm auch müht, wie hier im Garzweiler Gelände der Rhein-Braun, die Wähler an Rhein und Ruhr finden das rot-grüne Spektakel schon unterhaltsam genug. Keine Chance für Blüm und Co. Im Gegenteil, der Regierungszank nutzt der SPD. Laut jüngster Umfrage wächst die SPD auf 47%, Tendenz absolute Mehrheit. Die Grünen gewinnen 11%. Die CDU muss jede Hoffnung fahren lassen und die FDP darf sich dauerhaft auf außerparlamentarische Opposition einstellen. Die Politshow zu Hause mag mancher Wähler denken, die hat schon Unterhaltungswert. Und das rot-grüne Land, da jenseits des Atlantik, lässt sich ganz gut ertragen, solange man oft genug wegfliegen kann.